Hallo Elektronikfreunde, letztens habe ich hier beim netten Chinesen nebenan mal hier so einen Bausatz bestellt. Und zwar ist es ein Bausatz für einen Funktionsgenerator mit dem bekannten ICXR2206. Und den werde ich jetzt einfach mal aufbauen. Erstmal gucken, was da so drin ist. Und schauen wir mal, wie leicht man den zusammenbauen kann. In die Tüte weg. Also hier ist schon mal die Platine zu sehen und auch so eine Art Gehäuse. Dann haben wir hier ein paar Bauteile drin. Poti, großes IC. Sehe ich jetzt hier gar nicht. Doch hier. Da ist das IC. 2206. Und natürlich hier eine Bauanleitung. Sieht das Ganze aus? Hier ist der Bestückungsplan. Stückliste. Und eine kurze Beschreibung hier nochmal zum Löten und so weiter. Und hier auch nochmal der Stromlaufplan. Ich meine, das ist die Standardbeschaltung für den 2206. Und ja, mehr ist eigentlich jetzt nicht drin. Ich habe den deshalb gekauft, weil ich für unterwegs so einen Funktionsgenerator eventuell gebrauchen kann, wenn man irgendwelche Vorführungen macht oder auf Messen ist oder so. Dann ist sowas immer ganz praktisch. Man braucht also nicht ein großes Gerät mitzuschleppen. Und ja, jetzt werde ich einfach mal das Ding anfangen zusammenzubauen. Dann packe ich erstmal die Sachen komett aus, damit man sieht, was das nun wirklich ist. Ja, diese braunen Teile hier sind für ein Gehäuse, was da nachher drumherum kommt. Ist schon mal die Leiterplatte zu sehen. In Rot. Mit Bestückungsdruck. Allerdings sind hier keine Werte zu sehen. Das heißt, ich muss jetzt in der Anleitung hier gucken, welche Werte da wohin kommen. Die Widerstände und so weiter. So, dann habe ich hier die verschiedenen Bauteile. Was ich hier schon gesehen habe, ist hier diese Fassung. Also die werde ich definitiv nicht nehmen. Das ist so eine billige Fassung mit Federkontakten. Und die kommt gleich weg. Also sowas verwende ich nicht. Das ist sehr schlechte Qualität an sich. Ich werde das IC wahrscheinlich sowieso direkt drauflöten. Zum Bestücken und Löten braucht man ein bisschen Hilfe. Ich habe jetzt hier so eine Abbiegefeuchtung für Widerstände, Seitenschneider natürlich und natürlich auch Lötzinn und einen Lötkolben. Und als erstes werde ich mal hier die Widerstände bestücken. Und die werde ich auch abbiegen hier mit der Biegevorrichtung. Ja, man sieht also hier. Also die haben es sehr, sehr knapp gemacht, muss man sagen. Also das ist hier wirklich die kleinste Distanz für Widerstände. Und wenn man jetzt den hier reinlegt, dann wird also richtig hart umgeknickt. Das ist natürlich jetzt von der Qualität her. Ich zeige das hier nochmal. Ja, also wenn man jetzt hier den reinlegt und abknickt, man biegt wirklich am Gehäuse sozusagen des Widerstands um und das ist eigentlich sehr schlecht. Also das hätten sie hier wirklich mal ein bisschen also ein größeres Rastermaß nehmen können hier für die Widerstände. Gut, dann werde ich erstmal die Widerstände hier zurechtschneiden. Also hier das Tape ab. In dem Fall, dann haben wir hier die Widerstände. Sortiere ich mal kurz aus. Die Sachen nehme ich mal kurz weg. Also die Biegehilfe kann man jetzt natürlich verwenden. Aber ich werde es jetzt einfach so abbiegen, weil es einfach sehr knapp ist und dann müsste das natürlich auch gehen. Also ich werde jetzt jeden einzelnen hier erstmal umbiegen. Also so. Und ich habe jetzt hier einen Widerstand von 10 Kilo Ohm. Und einen 10 Kilo Ohm gibt es hier gar nicht. Das ist jetzt falsch rum. So, mal gucken. Ach so, das ist ein 1 Kilo Ohm. Ein Kilo Ohm ist es. Und ein Kilo Ohm ist R1. Also kommt jetzt ein Kilo Ohm hier rein. So, und so mache ich das jetzt mit allen anderen Widerständen auch. Ich habe jetzt alle Widerstände hier umgebogen und hier reingesetzt. Und hier auch etwas die Beinchen umgebogen, dass sie jetzt nicht rausfallen können. Und jetzt kann ich sie erstmal hier abschneiden. So auf ja, 2 mm ungefähr macht man das ja in der Regel. Und danach kann ich sie dann anlöten.
Ja, also so ein Stück kann man dann lassen. Und jetzt lege ich sie einfach flach hier auf den Tisch und löte die einzelnen Widerstände nun an. Lötzinn, da verwende ich im Moment 1,5 mm Lötzinn. Und das macht sich bei solcher Größe eigentlich auch ganz gut. Und ja, gibt eigentlich nichts zu sagen. Dazu lässt sich gut löten, also die Verzinnung hier auf der Leiterplatte ist gut. Ja, also hier ist das Ergebnis jetzt zu sehen. Gut, als nächstes kommt, was nehme ich da? Eventuelles IC schon, weil es auch sehr flach ist. Also man beginnt hier normalerweise mit den sehr flachen und kleinen Bauteilen. Und danach kommen dann die Kondensatoren. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das IC, weil es hier ein bisschen auseinandergebogen ist, etwas gerade biegen. Und das macht man so, dass man hier das IC einfach auflegt auf den Tisch und ein bisschen biegt. Also wirklich nur ein bisschen, das ist nicht viel. Und dass es etwas gerader ist, sodass man dann hier das IC in dem Fall gut hier einsetzen kann. Ich werde es jetzt mal mit 2 Pins festlöten und am Ende den Rest. Also löte ich jetzt hier einfach nur die beiden diagonal liegenden Ecken an. Und werde auch nochmal hier gegen drücken etwas, dass es wirklich aufliegt. Also liegt auch schon gut auf. So ist es jetzt erstmal drin. Und jetzt folgen die kleinen Kondensatoren. Bei den Kondensatoren ist es ja so, dass die so einen Aufdruck haben. Hier in dem Fall 105. Ich weiß nicht, ob man das. Ja, 105. Wenn man das jetzt umrechnet, sind das 1 μ. Das Interessante dabei ist jetzt, also hier steht jetzt in der Liste nicht 1 μ, sondern steht wirklich tatsächlich hier irgendwo 105. Also da haben sie noch nicht mal die Mühe gemacht, da den Wert wirklich anzugeben. Also das nur als Hinweis hier zu dem Bestückungsplan bzw. zur Stückliste. Also ich fange jetzt eben auch an mit den Kondensatoren. Ich setze die ein und dabei ist es ja so, die Beine sind auch sehr lang hier. Also ich werde die dann danach auch wieder rechts und links umbiegen, so wie bei den Widerständen und dann anlöten. Ich habe jetzt hier fast alle Kondensatoren eingesetzt, bis auf C2. C2 soll ein 100 Nano sein, also mit 104 gelabelt. Ich habe hier noch einen, der ist aber nicht mit 104 gelabelt, sondern das ist ein 101. Man kann es sehr schlecht sehen. Das heißt, der ist hier schon mal falsch einsortiert worden. Das heißt, ich muss jetzt aus der Kiste einen 100 Nano noch nehmen. Ich habe hier einen 100 Nano gefunden, 104 steht drauf. Und das ist C2 und auch ein bisschen umbiegen, noch abschneiden und anlöten, genau wie bei den Widerständen. Wird mal ein bisschen ranzoomen, damit man es vielleicht besser sieht nochmal mit dem Löten. Okay. Also wenn man so einen Bausatz zusammen lötet, braucht man wirklich sehr, sehr wenig Lötzinn. Man nimmt meistens, wenn man es nicht so richtig beherrscht, viel zu viel Lot. Ist aber gar nicht notwendig hier. Und dann zeige ich das gleich nochmal hier im Detail. Gut, so sieht es aus. Eventuell nochmal was nachlöten. Ich habe gesehen, hier eine Kondensator so etwas schief. Den kann man dann also jetzt per Hand nochmal so ein bisschen nachdrücken. An dieser Stelle hier. Der war auch ein bisschen schief. Ja, so geht es aber ganz, ist okay.
Das nächste, was ich hier einlöte, sind die Elkos, die hier vorhanden sind. Und da ist es jetzt leider so, dass auf dem Bestückungsdruck ja hier so ein Symbol drauf ist. Man sieht also jetzt hier nicht Plus und Minus. Und wenn man noch nicht sicher ist, ja, wo Plus und Minus ist, kann man sich das vielleicht merken. Diese schraffierte Fläche ist eigentlich grauend. Und wenn man da immer noch unsicher ist, dann kann man Folgendes machen. Man guckt mal hier in den Stromlaufplan rein. Und jetzt ist hier zum Beispiel ein Elko C3. Der geht mit dem Plus an den Pin 10 von dem XR2206. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal, wo ist Pin 10. Pin 10 ist jetzt der da. Und drehe ich das mal um. Pin 10 ist also hier der. Und da ist auch gleich der Kondensator dran. Das heißt, die linke Seite hier vom Kondensator ist tatsächlich Plus. Und so sollte es eigentlich auch bei allen sein. Also die schraffierte Fläche ist Ground. Und die nicht schraffierte ist eben Plus. Also unbedingt darauf achten. So, dann nochmal schauen nach den Werten. C1 ist ein 100 μ, also der größere hier, C1 dort, 100 μ, passen also gut rein. Und die anderen beiden sind C3 und C4 sind jeweils 10 μ. Hier auch Plus und Minus nicht vertauschen. Sonst kann es sein, dass es entweder irgendwann qualmt oder es kann auch sein, dass die Schaltung gar nicht funktioniert. Und man wundert sich, warum sie nicht funktioniert. Hier auch. Ein bisschen reindrücken, ein bisschen umbiegen, abschneiden und wieder anlöten. Abgeschnitten sind jetzt die Beine. Ich zoome hier nochmal rein. Und dann geht es ans Anlöten. Gut, damit sind die jetzt auch dran. Und ja, jetzt geht es eigentlich zu den Steckverbindern, denke ich mal. Also hier sind zwei so eine Stiftleisten. Die kommen hier jeweils rein. Hier und da. Die passen auch sehr gut. Also es ist erstaunlicherweise so, die sind relativ stramm, dass sie hier erstmal nicht runterfallen, wenn ich es umdrehe. Aber trotzdem werde ich erstmal nur einen Pin jeweils anlöten. Nochmal nachjustieren und dann die restlichen Pins anlöten. Also ich drehe es mal hier um, löte jetzt jeweils einen Pin an von den Stiftleisten. Ist egal welcher im Prinzip. Na, Lötkolben mal kurz sauber machen noch. So, jetzt sind also ist immer nur ein Pin jetzt angelötet. Einmal hier und einmal dort. Und jetzt drücke ich hier einfach mal ein bisschen gegen und erhitze hier die Stelle nochmal, damit die Stiftleiste richtig aufliegt. Hier auch nochmal. Gut, liegt also auf. Und jetzt kann ich die anderen Pins von den Stiftleisten auch anlöten. Die Leiterplatte, wenn man es lötet, sollte man sich dann auch immer so hindrehen, wie es zum Löten, sag ich mal, praktisch ist, damit man da nicht irgendwie krumm lötet oder so. Also, dass man gut an die Lötstellen rankommt. Wie die letzte. Gut. Ergebnis sieht jetzt hier so aus. An manchen Stellen ist vielleicht doch ein bisschen viel Lot, aber das kann man auch alles noch korrigieren. Jetzt gibt es eigentlich nur noch große Bauteile und da spielt es eigentlich gar keine Rolle, was man da nimmt. Also ob man jetzt hier die Schraubklemme nimmt oder hier die Potis. Bei den Potis muss man sicherlich nochmal gucken, welcher Wert dort rein muss. Also ich werde jetzt erstmal hier die Schraubklemme und die Hohlbuchse hier nehmen. Wieder umdrehen. In dem Fall braucht nichts gekürzt zu werden. Das ist auch ganz gut natürlich. Hat man weniger Arbeit. Und dann löte ich ja erstmal die
Hohlbuchse an. Hier auch wieder das gleiche, ein Anlöten, ein von den Pins und dann nochmal nachrücken, falls die Hohlbuchse nicht ganz aufliegt. Aber hier liegt alles gut auf. Insofern kann ich jetzt die anderen beiden auch anlöten. So. Und jetzt kommt die Schraubklemme dran. Gleiches Schema, also ein Pin anlöten. Gucken, liegt so gut auf. Nochmal nachdrücken. Ich zeige das jetzt mal hier von der Seite. So. Also ich kann es ja mal zeigen, wenn es nicht der Fall ist. Also nehmen wir mal an, man hat es nicht so gut hingekriegt, dass die aufliegt. Naja, dann erhitzt man hier unten und drückt es nochmal ran und dann liegt es auch richtig auf. So muss es sein. Und jetzt kann man auch die anderen einfach anlöten, die anderen Pins. Zum Schluss kommen jetzt noch die Potis. Da muss ich erstmal gucken, welches wohin kommt. Ich habe hier, das sind solche kleinen Potis. Sehen so aus. Hier unten ist jetzt 503 aufgedruckt. Das heißt 5 Kilo Ohm, hier ist 104. 503 ist 50 Kilo Ohm, hier sind 100 Kilo Ohm. Und hier ist auch nochmal 503. Also 2x 50 Kilo Ohm. Wo kommen die hin? Und zwar R2. R2 ist hier, R2 kommt ein 50 Kilo Ohm, hier habe ich den 50 Kilo Ohm, kann entsprechend einsetzen. Dann haben wir R7, R7 ist auch 50 Kilo Ohm, also hier ist R7, 50 Kilo Ohm, 503. Ah, da sind Beine verbogen, also sowas kommt auch natürlich vor, dass man dort Beine nachbiegen muss. Die Kamera stellt jetzt leider nicht scharf, doch jetzt sieht man es. Und zum Schluss müsste jetzt R8 übrig bleiben und R8 müsste in 100 Kilo Ohm sein. Und man sieht jetzt hier 100 Kilo Ohm, also 104. Da ist auch ein Bein verbogen. Kann man so ein bisschen hinbiegen, wenn man das nicht... Per Hand kriege ich natürlich eine Zange nehmen und dann einsetzen. Das geht im Moment nicht. Ich weiß jetzt nicht warum. Okay, gut. Wo sind denn drin? Hier wieder genau das gleiche. Erst einen Pin anlöten, gucken, ob die gut aufliegen, die Potis, und dann die restlichen Pins nachlöten. Also ich mache jetzt hier den mittleren meinetwegen. Gehe mal ran. Drücke hier auch nochmal nach. Aber es liegt gut auf. Also man merkt es schon normalerweise beim Drücken, dann knackt es kurz und dann liegt er dann richtig auf. Aber hier liegen alle gut auf. So, und jetzt kann ich eigentlich die restlichen Pins nachlöten. Sind etwas größer als bei den anderen Bauteilen, da die Anschlussbeinchen auch von den Putis etwas größer sind. Und ganz wichtig sind auch diese Pins anzulöten, und zwar geben die nochmal richtig mechanischen Halt. Man kann sich ja vorstellen, im Moment ist es so, jetzt sind die Kontakte angelötet hier vom Poti, und wenn ich jetzt das Poti oft drehe hin und her, dass die mechanische Belastung ist jetzt im Moment nur auf diesen drei Pins, und deswegen haben sie hier eben noch zur mechanischen Befestigung hier diese anderen Pins, und das sollte man wirklich gut dann auch verlöten. Da braucht man sicherlich ein bisschen mehr Lot, weil es sehr stark dann reingeht in die Bohrung, also reinfließt in die Bohrung das Lot beim Löten. Und dann sollte es eigentlich auch so klappen. Gut, so sieht die Leiterplatte jetzt aus. Nochmal kontrollieren, man sieht, ich muss das IC ja noch zu Ende löten. Und die andere Seite, ich drehe das mal um. So sieht also jetzt das hier aus.
Jetzt löte ich einfach noch die restlichen Beinchen von dem IC an. Gut, das ist jetzt hier das Ergebnis. Hier so einen etwas längeren Draht kann man durchaus nochmal abkneifen, so ein bisschen, nicht zu sehr abkneifen. Man sollte also die Drähte hier auf jeden Fall noch sehen. Und ja, so kann man das zusammenlöten. Man könnte jetzt theoretisch auch noch einen Reiniger nehmen, um hier die Reste vom Kolophonium, also vom Lot, dann auch noch wegzubekommen. Aber das mache ich jetzt nicht, das lohnt einfach nicht. Also das lasse ich erstmal so. Ja, und jetzt geht es darum, praktisch das Gehäuse hier zusammenzubauen und natürlich diesen Funktionsgenerator mal zu testen mit dem Oszilloskop. Beim Gehäuse ist es jetzt so, es sind ja hier mehrere Teile, ich habe das hier schon mal versucht zusammenzubauen. Also man hat einen Unterteil, dann die Seitenteile und auch das Oberteil, die werden hier einfach nur reingesteckt, sodass es nachher am Ende in etwa so aussieht, das Gehäuse. Und die Platine wird im Prinzip hier nur reingelegt. Und zwar folgendermaßen, man nimmt hier eine Schraube und dann eine Mutter dazu. Setzt die hier, also schraubt es an. Also die Platine wird jetzt nicht an das Gehäuse, an die Unterseite geklebt, sondern sie wird hier durch diese Löcher hier dann gehalten. Ja, also so kommt es dann ran. Und nachher wird das Gehäuse ja zusammengesetzt von oben und dann werden die längeren Schrauben genommen und dann wird das Gehäuse auch zusammengeschraubt, sodass alles hält. Also ich werde jetzt erstmal alle Schrauben hier an der Leiterplatte montieren. In den Ecken, man muss die gar nicht fest, also richtig festschrauben, braucht man eigentlich gar nicht. Reicht, dass es handfest ist. Und so. Auch noch mal. Ah, jetzt kann man noch einen Schraubendreher nehmen, wenn man will, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Die haben weder was zu halten, da liegt die Leiterplatte einfach nur drauf. So, und jetzt kann man das hier reinsetzen und kann das Gehäuse zusammenbauen. Vielleicht noch als Hinweis hier, das ist natürlich nur eine Schutzfolie, das braune. Das kann man natürlich dann abmachen oder sollte man abmachen, damit es nachher auch richtig schön aussieht. Also ich werde die Schutzfolien jetzt erstmal alle abmachen, dann die Leiterplatte hier reinlegen und das Gehäuse, die Seitenteile zusammensetzen und das Gehäuse nachher zusammenschrauben. Die Schutzfolie hier von den Teilen geht relativ schwer ab. Also ich habe jetzt hier eine kleine Pinzette genommen, sehr spitz, und kann sie dann wirklich ganz sauber abziehen und dann funktioniert das eigentlich so ganz gut. So, das Unterteil ist erstmal soweit zusammengesteckt. Also ich habe jetzt wirklich alles abgezogen an Schutzfolie. Und es wackelt natürlich, das kann es jetzt nicht umdrehen. Und jetzt werde ich natürlich die Schutzfolie von der Frontplatte abmachen. Da ist auch eine Gravur drauf. Dann wird die raufgelegt und dann wird die Frontplatte mit diesen langen Schrauben festgeschraubt. Ich habe jetzt hier die Frontplatte oben mal mit den vier Schrauben angeschraubt, aber wirklich nur sehr vorsichtig. Das wirkt alles noch sehr wackelig und auch schief. Also man muss da sehr vorsichtig rangehen und ich werde jetzt nochmal, hier zum Beispiel, die Schrauben sind also nicht richtig drin, vorsichtig so weit reindrehen. Es sind also auch keine Gewinde drin, sondern nur so eine, ja, speziellen Bohrungen hier gesetzt worden, dass man die Schraube da reindrehen kann. Man sieht hier auch, das ist alles noch etwas schief. Aber ich denke mal, am Ende, wenn ich das einigermaßen zusammen festgeschraubt habe, dann passt das auch ganz gut. Und zum Schluss werde ich nochmal die Schutzfolien um und unten natürlich noch abziehen, sodass es dann nachher auch gut aussieht. Also ich drehe jetzt hier nochmal vorsichtig fest oder weiter zumindest an jeder Ecke. Also ich drücke runter hier die Frontplatte und drehe soweit es geht. Ist relativ stramm,
Man sieht auch, man merkt auch, dass es immer noch ein bisschen Luft ist. Also hier sieht man, das ist irgendwie nicht, entweder passt das nicht richtig oder das Maß ist falsch. Ich weiß es jetzt nicht. Also hier federt es noch. Das muss, also das heißt, die Schraube muss doch noch ein bisschen fester angezogen werden. Ah, naja. Hier auch, ne? Also hier bewegt sich das auch. Also ich werde Schritt für Schritt die Schrauben so weit anziehen, dass es sich möglichst nicht mehr bewegt. Das ist wirklich sehr stramm an manchen Stellen, aber es soll ja nachher auch gut passen. Na, so ist das besser, aber es quietscht noch. Also es scheint irgendwie, hier ist es auf jeden Fall noch lose. An der Stelle hier immer wieder diese Schraube hier. Also hier drehe ich nochmal einmal ein bisschen runter. Ich hoffe nicht, dass, also man muss da wirklich vorsichtig sein. Nachher bricht eventuell das Plastik oder so. Das darf natürlich nicht sein, aber ich denke mal, so lasse ich das jetzt einfach. So sieht es jetzt aus und jetzt ziehe ich einfach die Folie hier ab. Dann sieht man die Elektronik natürlich. Und man sieht hier auch die Gravur. Und auf der Rückseite dann genauso die Folie noch ab und dann ist das erstmal fertig. Ja, das war der erste Teil sozusagen, der erste Spaß. Der zweite Spaß, der jetzt kommt, ist das Ding mal dann auch durchzumessen mit dem Oszilloskop. Das kommt gleich. Bevor ich das mit dem Oszilloskop durchmesse, fehlen natürlich hier noch die Drehknöpfe. Die kann man dann so einsetzen. Ich habe hier ganz nach links gedreht, das Poti, und setze es dann meinetwegen so ein. Ja, dass denn der Regler von da nach da zu drehen geht. Das mache ich jetzt bei allen, sodass die Anfangsposition immer die gleiche ist. Und hier auch noch. So sieht es einigermaßen vernünftig aus. Wenn man jetzt hier mal ganz genau guckt, dann sind die Abstände von den Potis nicht gleich. Also hier ist der Abstand geringer als da. Aber gut, das ist auch wahrscheinlich gewollt, weil hier ist einmal fein, einmal coarse. Das heißt also grob und fein Einstellung. Für die Frequenz, hier ist die Amplitude, sollte vielleicht ein bisschen Abstand sein. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Sieht ganz nett aus. Wie gesagt, für unterwegs. Und als nächstes werde ich hier mal die Jumper setzen, und zwar auf Sinus. Dort. Und meinetwegen auf eine mittlere Frequenz von 3 kHz. Ja, und dann schließe ich hier vorne mal 9 Volt an und gucke mit dem Oszilloskop, was dabei rauskommt. Das Modul habe ich jetzt hier angeschlossen, also 9 Volt ist hier eingestellt, hier links am Netzteil. Hier ist der Funktionsgenerator, das ist Oszilloskop. Ich bin jetzt dran an dem Anschluss für den Sinus. Und das erste, was mir aufgefallen ist, was völlig schlecht eigentlich ist und auch sehr ungewohnt ist, wenn ich jetzt hier das Poti für die Amplitude hochdrehe, dann geht die Amplitude runter. Und wenn ich sie runterdrehe, dann geht die hoch. Das ist natürlich schon mal, ja, nicht sehr doll. Hier sieht man auch, der ist übersteuert im Moment. Das ist sehr ungewohnt. Ich habe mich zuerst gewundert, warum da so ein komischer Sinus rauskommt. Aber es liegt daran, dass das Poti hier falsch angeschlossen wurde. Das heißt, die äußeren Pins am Poti braucht man nur zu tauschen, dann funktioniert es in der richtigen Weise. Wenn man sich das Signal jetzt mal anschaut, dann sieht es erstmal ganz gut aus. Ich werde mal da reinzoomen. So sieht es jetzt aus. Er hat jetzt irgendwie eine Frequenz von 250 Hertz. Ich gehe jetzt mal höher hier auf den Megahertz-Bereich. Ja,
Da sieht man, da ist er schon ein bisschen verzerrt. Ich muss nochmal runter machen hier. Da sieht man nämlich dann die Frequenz. Der ist jetzt also hier auf 115 kHz. Und jetzt kann man also hier weiter drehen. Also ich drehe jetzt hier einfach nur an den Knöpfen und gehe auf Maximum. Was man jetzt hier sieht, ist, dass der Funktionsgenerator nicht bis zum Ende verwendet werden kann, eigentlich, weil die Amplitude sehr stark abfällt und das Signal ja auch nicht mehr so schön sinusförmig ist. Also sie fälscht sehr stark ab. Ja, also hier in dem Bereich, da sind sozusagen zwei Kästchen, jetzt haben wir 1 Volt, also 2 Volt, Spitze, Spitze, und wenn ich jetzt etwas höher drehe, also runterdrehe die Frequenz, dann ist er wieder auf ungefähr, muss man so gucken, wie viel das ungefähr ist, 3,5 in etwa. Hier sind in dem Megahertz-Bereich auch diese kleinen Dellen hier zu sehen. Ich mache das mal größer und zoome auch nochmal direkt rein. Hier. Und ich habe in verschiedenen Seiten im Web herausgefunden, dass es also normal ist bei diesem XR2206. Es ist ein typisches Verhalten, dass der im unteren und im oberen Bereich, im Megahertz-Bereich, dort diese kleinen Dellen hat. Das spielt aber an sich erstmal wohl so keine Rolle. Also das ist ja ein kleines Manko, sage ich mal, aber bedingt durch den XR2206. Jetzt scheint ja erstmal alles soweit okay zu sein, aber es gibt eine viel, viel schlimmere Sache. Und zwar ist es so, ich bin jetzt hier mit dem Oszilloskop am Kanal mit der AC-Kopplung verbunden. Das heißt, es wird nur der Wechselspannungsanteil des Signals dargestellt. Wenn ich jetzt auf DC-Kopplung gehe, dann sieht man hier, das Signal verschwindet, beziehungsweise es geht nach oben. Das bedeutet, dass es einen DC-Offset gibt am Ausgang. Und das ist natürlich für einen Funktionsgenerator nicht schön, beziehungsweise wenn es sowas gibt, sollte der einstellbar sein. Ist er aber hier nicht. Das heißt, der ist fest drin. Das heißt, das Signal sieht so aus, hier ist die Nulllinie und da oben erst fängt der Sinus praktisch an. Und wenn man jetzt eine reine Messung will, wo man wirklich ein reines AC-Signal haben will, kann man das so nicht verwenden. Und dazu muss man am Ausgang letztendlich, was eigentlich auch sehr schlecht ist, einen Hochpassfilter einbauen, beziehungsweise einen Koppelkondensator, um den DC-Anteil rauszukoppeln. Und das zeige ich jetzt mal kurz. Ich habe jetzt hier am Ausgang diesen Koppelkondensator dran. Und das ist in dem Fall 330 μ und dazu noch ein Widerstand nach Ground. Mit 4,7 kΩ hat der, glaube ich. Ich habe das einfach erstmal probiert, weil ich die Sachen da hatte. Oszilloskop ist jetzt hier angeschlossen, sodass an dieser Stelle der DC-Anteil sozusagen rausgefiltert wird. Ich zeige jetzt mal das Bild vom Oszilloskop. Ich habe jetzt hier den Kanal auf DC-Kopplung gestellt. Das heißt, man sieht jetzt wirklich das reale Signal mit AC- und DC-Anteil, also Gleich- und Wechselspannungsanteil. Man sieht, der Gleichspannungsanteil ist weg. Ich stecke jetzt mal hier um. Also ich habe jetzt hier das ja dran. Ich stecke das jetzt hier mal um. Und dann sieht man, das wäre jetzt also der normale Ausgang. Da ist dieser Offset drin. Das Verfahren hier mit dem Kondensator ist natürlich nicht schön. Es wäre viel besser, wenn innerhalb dieser Schaltung eine negative Spannung auch noch zur Verfügung gestellt wird für das IC, damit man dann wirklich ein symmetrisches Signal, ein Wechselsignal herausbekäme. Das Oszilloskop habe ich jetzt mal hier an dem Rechteckausgang angeschlossen, also hier der weiße da in der Mitte, Square Wave. Und ja, das Signal sieht einigermaßen aus. Also man kann damit was durchaus schon anfangen, hat natürlich auch den Offset, beziehungsweise ja, eigentlich könnte man den für TTL verwenden, allerdings ist die Spannung hier zu hoch. Die ist jetzt in dem Fall fast 10 Volt. Man kann die Ausgangsspannung von dem Rechteck nicht in der Höhe einstellen. Also ich kann jetzt hier an dem Knopf drehen, wie ich will. Man kann aber natürlich die Frequenz einstellen, das geht. Und ja, so könnte man das als Taktgenerator für TTL-Schaltung oder Logikschaltung durchaus verwenden. Zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Also dieser Bausatz ist sehr billig, keine 10 Euro kostet der. Bei mir hatte ein Kondensator gefehlt in dem Set.
Der Aufbau an sich ist sehr einfach. Auch das Löten ist eigentlich sehr einfach. Beim Poti sind zwei Pins vertauscht. Das könnte man durchaus selber ändern. Die Widerstände sind sehr knapp berechnet hier von den Footprints, also von den Abständen. Und am Ausgang ist nach wie vor das reine Signal von dem XR2206. Das heißt, mit dem DC-Offset, das kann man mit dem Koppelkondensator ändern. Oder man nimmt noch irgendwie eine Hilfsspannung, die jetzt hier nicht zur Verfügung steht. Allerdings muss man auch sagen, für ja, noch nicht mal 10 € kann man auch nicht viel erwarten. Und das ist eben eine Standardbeschaltung von dem XR2206. Ja, das war's mal wieder und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.